Heute ein kleines kurzes Video, wie man die Rear Bumpers entfernt. Ist oft einmal ein bisschen auch tricky. Einfach sind eigentlich die drei Schrauben hier am äußeren. Man sieht sie, also die eine muss man von innen aufmachen. Zwei gehen von außen auf. Das ist meistens weniger das Problem. Wenn wir dann mal hier nach innen schauen. Toll, ist die Lampe rausgefallen. Ich hoffe, man kann sie sehen. Hier ist noch so eine Verbindungsstrebe, die oben am Rahmen befestigt ist. Und diese Verbindungsstrebe taucht dann durchs GFK durch. Und hier unten, wenn man hier reinschaut, ist eine Schraube, da kommt man ziemlich bescheiden hin. Also versucht euch da nicht abzumühen. Gebe ich euch einfach den kleinen Tipp. Besorgt euch relativ lange Verlängerung. Wenn man da hier so hier Gelenk noch gekauft ist, in dem Fall 5 Achtel, was wir brauchen. Und dann kann man hier sauber auf die Nuss aufstecken. Kann ich auch so mal vorhand die Schraube lösen. Man eigentlich von außen aufpassen, dass man dann innen sauber durchtaucht. Voilà. Den kompletten Bumper rausnehmen. Man sieht dann auch hier die Schraube, wo man relativ schlecht rankommt. Ist natürlich im ausgebauten Zustand jetzt easy zu entfernen. Vielleicht hilft es euch mal, wenn ihr Rätsel habt, wie man das aufbekommen kann. Also einfach von innen aufmachen.